völlig Stellung nehmen zu den Vermutungen, die ihr über mich habt. Bestimmt kennen viele von euch diese neue Videoart, die vor allem sehr, sehr viele amerikanische YouTuber im Moment machen. Und deswegen habe ich gestern auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Vermutungen, die ihr über mich habt, schreiben könnt. Und ich habe sehr, sehr viele bekommen und heute werde ich einfach Stellung dazu nehmen und sagen, ob die falsch oder ob die richtig sind. Und ja, viel Spaß. Fangen wir mal an mit der ersten Vermutung, die mir sehr oft geschrieben worden ist. Und zwar, dass du reich bist oder deine Eltern sind reich, deine Eltern haben viel Geld. Es ist so, dass ich keine richtige Antwort drauf habe und ich kann es als 12-Jähriger auch nicht so richtig beurteilen. Aber an was macht man aus, dass man reich ist und ab wann fängt Reichtum an? Und deswegen ist Reichsein relativ. Okay, die nächste Vermutung ist, dass du einen Freund hast. Und diese Vermutung wurde mir auch sehr, sehr oft geschrieben. Und nein, habe ich nicht. Da hat jemand behauptet, dass ich schon mal geraucht habe. Nein, habe ich nicht. Ich bin 12 Jahre alt und ich werde auch nie rauchen, weil Rauchen ungesund ist. Und ich werde auch nicht rauchen, weil ich mich dann cool fühle oder weil ich dann zu den anderen dazugehöre. Und ja, fängt nicht an zu rauchen. Das ist einfach nicht gesund für euren Körper. Und ja. Du bist Italienerin. Nein, ich bin nicht Italienerin. Nächste Vermutung ist, dass du in der Schule voll beliebt bist. Liebe Grüße Zoe. Ich grüße dich Zoe. Und es ist so, dass ich nicht beliebter geworden bin wegen meinem YouTube-Channel. Also ich war schon vor meinem YouTube-Channel, kannten mich relativ viele. Also auch schon 9-Klässler und 10-Klässler und so. Und ich glaube, dass es vor meinem YouTube-Channel so war, dass mich viele kannten und auch viele mochten. Und jetzt ist es halt so, mich mögen natürlich welche, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man so mit Social Media anfängt und wenn ich mit YouTube und als ich mit YouTube angefangen habe und schon so eine Community aufgebaut habe, mögen dann Leute einfach einen nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt einfach so. Mich kennen aus meiner Schule schon viele Leute, aber halt, ja, so richtig beliebt bin ich jetzt nicht. Ja. Nächste Vermutung, sympathisch und schüchtern. Also sympathisch bin ich auf jeden Fall, würde ich sagen, aber schüchtern bin ich wirklich null. Ich bin 0,00% schüchtern. Ja, ich war noch nicht schüchtern und ich bin eher selbstbewusst als schüchtern. Die nächste Vermutung ist, dass du klein bist. Kannst du mich bitte grüßen? Heiße Mia. Ich grüße dich, Mia. Ich bin nicht klein. Also ich glaube, für mein Alter bin ich nicht klein. Ich bin 12 Jahre alt und bin 1,63 groß. Ja, aber ich bin nicht klein. Ich bin nicht klein und ich bin auch nicht groß. Ich bin so normal, würde ich mal sagen. Ja. Dass du nicht gut in der Schule bist. Das stimmt nicht. Ich bin nicht gut in der Schule. Ich bin okay so. Also ich schreibe schon gute Noten. Das einzige Fach, wo ich so ein bisschen Probleme habe, ist Mathe. Aber sonst Englisch, Französisch, Physik bin ich eigentlich echt relativ gut. Und deswegen, nein, ich bin nicht schlecht in der Schule. Ich habe die Vermutung, dass du gute Noten schreibst. Wie gesagt, in Englisch habe ich zum Beispiel so eine 2, Französisch so eine 3, in Physik habe ich eine 2, in Mathe habe ich eine 4, aber ja, ich schreibe eigentlich schon relativ gute Noten. Ich denke, du bist nett und hast viele Freunde. Ich bin nett, aber ich habe nicht viele Freunde. Nein. Also ich habe in der Schule eigentlich wirklich nur eine beste Freundin, mit der ich die ganze Zeit was mache und außerhalb der Schule natürlich auch. Und okay, in der Schule habe ich vielleicht so 2 bis 3 richtige Freunde, aber sonst nicht. Nein. Nächste Vermutung, dass du in der 5. Klasse bist, weil du so oft sitzen geblieben bist. Nein, ich bin in der 7. Klasse und ich bin Gott sei Dank noch nie sitzen geblieben und ja. Nächste Vermutung, du bist behindert. Ja. Klassenbeste, nein. Obwohl doch, also ich bin Klassenbeste, ich bin einer der Besten in Englisch. Aber in anderen Fächern nicht, aber in Englisch. Dass du denkst, dass du der größte YouTuber bist. Das ist so eine Sache, die ich einfach nicht so verstehe, weil so viele schreiben mir so, oh, du fühlst dich voll Fame und so. Und was ist Fame fühlen? Was macht man dann, wenn man sich Fame fühlt? Ich mache halt YouTube, ich mache YouTube-Videos, ich gebe mir Mühe bei meinen YouTube-Videos und so. Und was heißt denn, also was bedeutet es, wenn ich denke, dass ich eine große YouTuberin bin? Wisst ihr, was ich meine? So, das macht keinen Sinn. Nächste Vermutung, eingebildet, PS, glaube ich nicht, love you too. Es ist so, dass sehr, sehr viele das geschrieben haben, also so arrogant eingebildet. Sowas wird auch sehr oft unter meinen YouTube-Videos geschrieben, dass ich irgendwie arrogant rede oder eingebildet rede und so. Ich wollte schon vor lang was dazu sagen. Und zwar ist es so, dass viele Selbstbewusstsein mit Arroganz oder Eingebildetsein verwechseln. Und ich bin nicht arrogant, ich bin auch nicht eingebildet, ich bin einfach nur selbstbewusst. Ich weiß, was ich rede. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie Angst habe, was zu sagen. Oder nee, ich mache das lieber nicht, weil ich habe Angst, dass das und das passiert. Ich mache halt einfach das so, wie ich denke. Ich bin sehr selbstbewusst, ich bin nicht schüchtern, aber ich bin auch nicht arrogant oder eingebildet. Dass du adoptiert wurdest. Nein, ich wurde nicht adoptiert. Ich weiß das auch so. Also ich sehe meine Eltern sehr ähnlich. Und ja.
dass du aus der Schweiz kommst. Best bist meine Lieblings-YouTuberin. Danke, Jasmin. Und es denken voll viele, weil ich in Davos war, in Weihnachtsferien und halt da auch gevloggt habe. Aber nein, ich komme nicht aus der Schweiz, ich komme aus Deutschland. Dass du eigentlich nicht aus Deutschland stammst, beziehungsweise deine Eltern. Das ist so eine Frage, die mir so oft gestellt wird und ich habe die schon mal in einem Q&A-Video beantwortet und trotzdem sagen viele, dass es nicht stimmt. Aber ich bin Deutsche, mein Vater ist in Deutschland geboren, meine Mutter ist in Deutschland geboren und ich bin auch in Deutschland geboren, in München. Und ja, ich bin Deutsche. Dass du vielleicht einen Hund hast. Nein, ich habe leider keinen Hund. Ich hätte mega gern einen Golden Retriever oder einen Labrador, aber nein, ich habe keinen Hund. Dass du voll modebewusst bist. Ich würde sagen, ja. Ich interessiere mich sehr, sehr viel für Mode, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich habe mich auch schon früher sehr viel für Mode interessiert. Und ja, ich würde sagen, dass ich modebewusst bin, ja. Du bist 1,70 groß und hast deine Haare gefärbt. Ich bin nicht 1,70 groß, ich bin jetzt 1,63. Und ich habe nicht meine Haare gefärbt. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden, weil wenn ich das so sage, sagt jeder so, nein, du hast deine Haare gefärbt, deswegen ist hier ein Beweis. Und ich bin 12, ich werde nie meine Haare färben, aber ich habe meine Haare nicht gefärbt. Und das fragen mich so viele Leute wirklich, auch schon früher, als ich kleiner war. Und das ist meine Naturhaarfarbe. Und ja, dass du sehr viele Klamotten hast. Ich habe wirklich nicht viele Klamotten. Und viele wollten auch, dass ich so einen Kleiderschranktour mache, aber es wird sich einfach nicht lohnen, weil ich wirklich nicht viel zum Anziehen habe. Also ich habe das, was ich brauche, aber ich habe auch nicht mehr so. Dass du eigentlich keine Brille brauchst, das stimmt nicht. Ich brauche eine Brille, ich habe sie sogar hier und ich brauche meine Brille in der Schule, wenn ich rausgehe, auch wenn ich Fernsehen gucke. Ich habe, glaube ich, -1,25 und ja, ich brauche meine Brille. Ich habe die halt nie in meinen Videos auf, weil so sehe ich ja was. Du machst viel Urlaub. Ja, ich reise sehr, sehr viel und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil ich liebe Reisen und ich finde es toll, was von der Welt zu sehen. Und ich war in Amerika, in Asien, natürlich in Europa. Und ja, ich reise sehr, sehr, sehr viel und das macht mir auch sehr viel Spaß. Okay Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Viele Vermutungen wurden mehrfach gestellt und deswegen ist das Video auch ein bisschen kurz geworden. Aber ich habe so die Vermutungen rausgepickt, die am meisten gestellt worden sind. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!